Hallo und willkommen heute wieder beim Thema Datenbanken. Ganz schön viel los hier in der Bäckerei. Spricht sich wohl herum, dass es hier die besten österreichischen Kuchen und Torten der Stadt gibt. Ich habe mir gleich ein paar Stücke mitgenommen, für meine KollegInnen und mich. Was wir uns heute genauer ansehen werden, ist, wie wir mit Multiplizitäten und Beziehungsklassen im semantischen Datenmodell umgehen. Das bedeutet, wir ergänzen weitere Angaben bei den Beziehungen. Und zeichnen das entsprechend im semantischen Datenmodell, also bei uns im UML-Klassendiagramm, ein. Die Bäckerei möchte ihren Betrieb besser digitalisieren und ich unterstütze sie dabei, eine passende Datenbank zu entwickeln. Dafür sind mehrere Schritte nötig, wie zuerst einmal zu klären, was überhaupt alles gespeichert werden soll. Das ist der Schritt der Domänenanalyse. Danach folgt dann der Entwurf der Datenbank, indem man aus dem Anforderungstext aus dem Schritt zuvor ein semantisches Datenmodell erstellt, meist in Form eines UML-Klassendiagramms. Eine erste grobe Version eines solchen semantischen Datenmodells habe ich für die Bäckerei schon gezeichnet. Schaut mit mir rüber in mein Büro, dort zeige ich es euch. Und wir können dieses dann auch gleich verfeinern, indem wir sogenannte Multiplizitäten und Beziehungsklassen hinzufügen. Werfen wir zuerst nochmal einen kurzen Blick auf unser grobes Klassendiagramm. Mit Hilfe der Domänenanalyse haben wir Klassen, Assoziationen und Attribute identifiziert. Aus all diesen Informationen haben wir dann dieses UML-Klassendiagramm erstellt. Woran fehlt es uns jetzt noch? Assoziationen sind in diesem Beispiel noch sehr grob beschrieben. Es ist noch nicht klar, in wie vielen Filialen beispielsweise ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin arbeiten kann oder wie viele Produkte ein Verkauf umfasst. Wie kommen wir also zu den korrekten Multiplizitäten? Dafür fügen wir diese dem Klassendiagramm hinzu. Mit den Multiplizitäten lässt sich beschreiben, wie viele Objekte einer Klasse mit wie vielen Objekten einer anderen Klasse in Beziehung stehen. Das kann von 0 bis maximal 1, genau 1, 1 oder mehrere, bis hin zu mehreren, nicht näher spezifiziert, reichen. Außerdem haben Multiplizitäten später im logischen Entwurf einen wesentlichen Einfluss darauf, wie die Datenbank aussehen wird und wie damit gearbeitet werden kann. Deshalb müssen wir uns schon jetzt Gedanken darüber machen. Diese Multiplizitäten werden zur Assoziation, zu der sie gehören, links und rechts hinzugeschrieben. Aber schauen wir uns das besser gleich an einem Beispiel an. Wie gehen wir dabei vor? Sehen wir uns zunächst eine einfache Beziehung, eine sogenannte 1-zu-n-Beziehung an. Beginnen wir mit der Assoziation Arbeitet. Diese stellt die Beziehung zwischen der Klasse Mitarbeiter und der Klasse Filiale dar. Wie viele Objekte der Klasse Mitarbeiter stehen nun mit wie vielen Objekten der Klasse Filiale in Beziehung? Oder einfach ausgedrückt, ein Mitarbeiter arbeitet in wie vielen Filialen? Aus der Domänenanalyse wissen wir, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin genau in einer Filiale arbeitet. Daher lautet die Antwort 1 und wir schreiben diese Multiplizität bei der Assoziation Arbeitet zur Klasse Filiale. Ein Mitarbeiter arbeitet in einer Filiale. Danach fragen wir nach der Anzahl der Objekte der anderen Klasse, also den MitarbeiterInnen pro Filiale. Also in einer Filiale arbeiten wie viele MitarbeiterInnen? Die Antwort ist ein oder mehrere. Daher ergänzen wir die Assoziation bei der Klasse Mitarbeiter mit der Untergrenze 1 und als Obergrenze nehmen wir den Stern für mehrere. Eine solche Assoziation, bei der ein Objekt aus der einen Klasse mit mehreren Objekten aus der anderen Klasse in Beziehung steht, nennt man 1-zu-n-Beziehung. Sehen wir uns nun die rekursive Beziehung ist unterstellt zwischen den MitarbeiterInnen an. Ein Mitarbeiter kann wie viele Vorgesetzte haben? Die Antwort ist, MitarbeiterInnen können eine Vorgesetzte haben oder auch keinen. Hier ist die Untergrenze also 0 und die Obergrenze 1. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir die Multiplizität in der Leserichtung eintragen. Stellen wir die Frage jetzt gegen die Leserichtung. Ein Mitarbeiter kann wie viele Mitarbeiter unterstellt haben? Das heißt, er kann Vorgesetzter von wie vielen Mitarbeitern sein? Hier ist die Antwort keine oder mehrere. Wir verwenden hier also als Untergrenze 0 und als Obergrenze den Stern. Anstelle von 0 bis Stern wird meist nur ein Stern geschrieben. Auch hier handelt es sich um eine 1-zu-n-Beziehung, da die Obergrenzen die Beziehung beschreiben. Eine weitere typische Assoziation, die sich häufig in Klassendiagrammen finden lässt, ist die sogenannte M-zu-n-Beziehung.
Dabei ist es so, dass mehrere Objekte aus der einen Klasse mit mehreren Objekten aus der anderen Klasse in Beziehung stehen. In der Bäckerei trifft das beispielsweise auf die Beziehung enthält zwischen Produkt und Zutat zu. Die Antwort auf die Frage, ein Produkt enthält wie viele Zutaten, lautet keine oder mehrere Zutaten, da zum Beispiel Mineralwasser ein Produkt ist, aber keine Zutaten enthält. Wir schreiben also Stern zu der Klasse Zutat. Okay, nun in die andere Richtung. Eine Zutat ist in wie vielen Produkten enthalten? Die Antwort ist in ein oder mehreren Produkten. Bei der Klasse Produkt steht also 1 bis Stern. Eine M-zu-N-Beziehung wäre es übrigens auch, wenn die Anzahl der Objekte genau festgelegt ist. Zum Beispiel, wenn genau 2 Objekte einer Klasse mit genau 3 Objekten einer anderen Klasse in einer 2-zu-3-Verbindung stehen würden. Dann gibt es noch die 1-zu-1-Beziehung. Das bedeutet, dass ein Objekt aus der einen Klasse genau mit einem Objekt der anderen Klasse in Beziehung steht. Hier in unserem Beispiel wäre das die Assoziation besitzt zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiterausweis. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bekommt bei der Anstellung einen Mitarbeiterausweis. Und ein Mitarbeiterausweis ist genau einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin zugeordnet. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Wir stellen uns die Frage, wie viele Verkäufe kann ein Mitarbeiter abwickeln? Die Antwort ist mehrere. Wir schreiben also einen Stern auf die Seite des Verkaufs. Dann stellen wir uns die Frage, wie vielen Mitarbeitern kann ein Verkauf zugeordnet werden? Die Antwort ist einem Mitarbeiter. Deshalb schreiben wir eine 1 auf die Seite des Mitarbeiters. Auf diese Art und Weise ermitteln wir auch die übrigen Multiplizitäten. Manchmal gibt es Attribute, die nicht einer Klasse zugeordnet werden, sondern die eine Assoziation beschreiben. Dafür wird im UML-Klassendiagramm eine sogenannte Assoziations- oder Beziehungsklasse gezeichnet. Diese Klasse wird mit einer gestrichelten Linie direkt an die Assoziation angehängt. Unser Beispiel enthält die M-zu-N-Assoziation umfasst. Ein Verkauf umfasst ein oder mehrere Produkte in einer bestimmten Menge oder Anzahl, die einzelne Verkaufspositionen darstellen. Assoziationsattribute können sowohl bei M-zu-N als auch bei 1-zu-N und 1-zu-1-Beziehungen vorkommen. Und so sieht unser UML-Klassendiagramm aus, wenn wir alle Multiplizitäten und Beziehungsklassen hinzufügen. So, nun ist mein Kaffee leider kalt geworden. Aber dafür haben wir das UML-Diagramm mit Multiplizitäten ausgestattet und somit die Beziehungen zwischen den einzelnen Klassen verfeinert. Außerdem wissen wir nun, welche Arten von Beziehungen es im UML-Diagramm geben kann und was es mit Assoziationsklassen auf sich hat. Das UML-Klassendiagramm der Bäckerei ist nun detaillierter und aufschlussreicher geworden. Es gibt zwar noch mehr zur semantischen Modellierung zu erzählen, aber die Basis ist einmal geschafft. Jetzt wird es Zeit für einen gesunden Snack. Fortgeschrittene Modellierungskonzepte behandeln wir dann in einem eigenen Video. Ich hoffe, wir sehen uns dort dann wieder.